Stellt euch vor, ihr macht eine richtig lange Fernwanderung, also eine Pilgertour, die über mehrere Wochen hinweg geht. Und ihr seid so richtig verschwitzt und stinkt und habt einfach nur das Bedürfnis zu duschen, aber ihr findet auf dem Weg keine Duschmöglichkeit. Und die Lösung für dieses Problem zeige ich euch, wie man aus einer einfachen PET-Flasche eine Outdoor-Dusche selber zusammenbauen kann. Die wird so richtig geil sein. Als ersten Schritt schraubt man den Deckel ab. Als zweiten Schritt nimmt man den Deckel und legt ihn auf einem Tisch. Als nächsten Schritt nimmt man diesen Nadel von Nadel und Faden raus. Genau, den braucht man jetzt. Man nimmt diesen Nadel und macht in diesen Deckel hier in der Mitte ein Loch rein. Genau, dann macht man hier unten ein Loch rein. Und hier unten. Genau, so dass hier drei Löcher sind. Und das macht man hier so, so und so. Genau. Ich nehme hier noch einen Lappen zu Hilfe, damit das nicht so an den Fingern geht. Genau, das geht viel, viel besser. So, fertig ist dieser Duschkopf. Der sieht richtig geil aus. Ich werde euch den gleich zeigen, wenn ich damit duschen gehe. Ich schraube jetzt diesen Duschkopf auf dieser PET-Flasche, wo Wasser drin ist, drauf. Genau. Und genau, das hat dann diese Duschfunktion. Die ist richtig geil. Es spritzt richtig geil rum. Man braucht nur drücken und dann funktioniert das schon. Jawohl, funktioniert richtig geil. Kann ich mega empfehlen, funktioniert richtig perfekt. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Wenn ihr diese Flasche hier kopfüber macht und so ein bisschen abwartet, dann kommt da irgendwann kein Wasser durch wegen dem Luftdruck und so weiter. Und das heißt, ihr könnt, wenn ihr ein Tape habt, diese Flasche einfach am Baum dranhängen. Dann habt ihr so eine richtig geile Dusche, die am Baum dranhängt. Jawohl, die Dusche hängt am Baum dran und sobald ihr die betätigen wollt, dann braucht ihr nur hier drauf drücken. Und dann kommt hier, genau, dann spritzt das hier rum und dann könnt ihr euch damit vollspritzen mit dieser Wasserflasche. Und sobald ihr nicht mehr drauf drückt, dann kommt auch kein Wasser mehr durch. Wegen dem Luftdruck. Deswegen ist das so richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. Das ist eine richtig geile Outdoor-Dusche. Und falls ihr warm duschen wollt, dann könnt ihr über den Campingkocher das Wasser warm machen und dann über den Trichter hier reinfüllen. Und dann ist da Wasser, warmes Wasser drin und dann könnt ihr warm duschen. Das heißt, scheiß auf teure Solarduschen, das hier ist die geilste Lösung. Die billigste Lösung. Das ist eine 25 Cent Lösung. Und die funktioniert astrein. Das ist richtig geil. Hier geht es zur Playlist, wo ich meine ganzen Survival- und Bushcraft-Tipps und Tutorials drin habe. Gebt euch diese ganzen Videos dieser Playlist, weil die sind lehrreich.